Hallo zusammen, mich hier ist wieder Hotchala und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute zusammen die Questreihe für die Transitionsausrüstung der Worgen durchgucken. Ich habe nämlich mir hier schon meinen Worgen hingebastelt. Der ist mittlerweile 120. Ein Worry, sonderlich gutes Gear hat er nicht, ist aber egal. Und zwar, was brauchen wir, um die Questreihe hier starten zu können? Einmal einen Worgen, der 120 ist. Haben wir einmal abgecheckt. Und dann brauchen wir noch einen Ruf, und zwar bei Gilneas, das ist die Worgen-Heimatfraktion, und der muss auf ehrfürchtig sein, und dann bekommt ihr hier, so wie ich, die Questreihe. Und zwar ist die einmal vor dieser Botschaft in SW, also hier unten sind wir in Stormwind bei 54, 18 in etwa, und dort beginnt dann die Questreihe. Ich habe keine Ahnung, wie lang die ist, die werden wir zusammen uns einmal angucken. Und am Ende, wenn wir hier mal draufklicken, seht ihr Traditionsausrüstung der Gil von Gilneas bekommen wir quasi. Was auch mit 8.3 dazu gekommen ist, ist die von den Goblins. Die werden wir uns dann aber in einem extra Video noch angucken. So, wir nehmen die Questreihe an. Im Garten der Burg Sturmwind. Es gibt Wichtiges zu diskutieren. Wichtiges. Ich wusste nicht, dass es eine Prinzessin von Gilneas gibt. Ich habe es vorhin im Stream gerade schon gesagt. Das war mir tatsächlich nicht bekannt. Ich wusste, dass es eine. Jetzt klickt man die Quest mal weg. Ich wusste, dass es eine, also den, quasi den König, ne, von Gilneas, den Ghen Graumäne gibt. Und den Sohn, der ist, glaube ich, aber irgendwie in der Schlacht am Anfang gestorben, wenn man die Intro-Quest Auf gar spielst. keinen Fall. Das Ah, wirst da du ist Ghen. tunlichst unterlassen. Wenn ich einmal unser Volk anführen soll, dann muss ich sein Leiden verstehen. Anders geht das nicht. Ach, schau mal, die Gilneas Mutter gibt's ehrt auch euch noch. für euren Dienst. Warte mal, es gibt eine Tochter, die Mutter ist auch noch am Leben und Ghen steht irgendwie seit fünf Expansions alleine neben dem König und hockt da die ganze Zeit rum. Seine Frau siehst du nicht, seine Tochter siehst du nicht und jetzt auf einmal aus heiterem Himmel kommen sowohl Tochter als Frau. Alles klar. Achso, wir kriegen hier sind wir fertig. Die Mission ist Vater, du hast den Okay. Worgenfluch jahrelang ertragen und gelernt, mit seiner Wildheit zu leben, sie dir zunutze zu machen. So viele unseres Volkes erdulden dieselbe Bürde. Wie kann ich sie anführen, wenn ich ihre Not nicht teile? Wenn du mir den Worgenfluch nicht weitergibst, bitte ich unseren Champion darum. Du weißt nicht, was das heißt. Immer zwischen Wut und Vernunft hin und her gerissen sein, um deinen Liebsten zu bangen, wenn du bei ihnen bist. Tess, ein Worgen zu sein, ist eine unwiderrufliche Entscheidung. Aber dein Wunsch könnte auf andere Weise erfüllt werden. Okay, das sieht Ein immer so aus, ob Worgen man direkt eines die, Kasorts diese, die soll Ausrüstung mein kriegt. Volk. Also müssen wir in den Hier in Dämmerwald der gehen. Treffen wir uns im Dämmerwald, bevor Vater es verbietet. Oh, hier, die ist schon ein bisschen schnippisch, ne? Jetzt wollte ich gerade sagen, ah nice, ich bin ja Druid und komme schnell in den Dämmerwald. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass ich wieder auf irgendeinem so Gammeltwink bin und da selber hinfliegen muss. Also, was müssen wir machen? Wir müssen jetzt einmal in den Dämmerwald und mit einer Sturmklaue müssen wir sprechen. Okay, wo sind wir denn? Dahinter. Ich würde sagen, ich cutte jetzt schnell rein für die Travel-Wege hier. Fluch ist gefährlich, Prinzessin Graumähne. Ich habe lange und intensiv nach einem Heilmittel gesucht. Doch wenn Worte allein nicht reichen, gibt es vielleicht einen anderen Weg zur Weisheit. Ah, also wir sind jetzt hier angekommen. Es ging direkt quasi hier so ein Story-Dialog los, deswegen haben wir jetzt gerade wieder reingeschalten. Gondrins Fluch, das ist glaube ich irgendein Druid, soweit ich das in der Lore noch weiß, der ursprünglich auch die Worgengestalt oder halt die Wolfsgestalt erlernt hat und der hat dann irgendwie, glaube ich, einen von diesen Menschen in Gineas gebissen und deswegen gibt es diese Worgen. Also irgendwie so war die Story Kann ich darum. euch helfen? Deswegen haben die Nachtelfen auch den Worgen dann geholfen, weil irgendwie einer von den Nachtelfen da ursprünglich schuld war. Zumindest irgendwie so ganz grob ist die Story, so hundertprozentig bin ich da auch nicht drin. Okay, was brauchen wir? Bändigt Blutaugen kehrt nach dem Rahmen für zurück, okay. Prinzessin, auch ich muss euch um etwas bitten. Oh, okay, und was? Ach, das kriegen wir nicht mehr mit, okay. Dann müssen wir jetzt irgendeinen Typen bändigen, den Blutauge und überwältigen und dann müssen wir den zurückbringen. Genau, hier gibt es ja auch einige Worgen, ne? Im Dämmerwald. Das war ja so die erste Begegnung, die ich hatte mit Worgen damals in Classic vor vielen, vielen Jahren. Und ich fand damals die Worgen schon relativ nice. Wobei sie als spielende Klasse. Also gut, du hattest da nicht wirklich so stehende. Doch, du hattest schon stehende Worgen, ne?
Du hattest erst diese ganz normalen Wölfe und dann hattest du doch richtige Worgen, stimmt. Später haben sie die ja dann auch oben, oben hier Burg Schattenfang, da hast du ja auch Worgen gehabt. Gut, dann schauen wir mal, wo der ist, der Dude. Wahrscheinlich sind die jetzt hier auch alle hochskaliert. Ah ne, die hier nicht, aber hier muss ich ein Fleischstück hinlegen. Wo kommt er? Da kommt er. Boah, der hat aber einen Haufen Life. Was kann ich denn hier machen? Ich habe so einen Extra-Button. Ah, der kriegt jetzt 50% mehr Damage. Okay, weil ich. Also der Char ist halt ziemlich. Warte mal, der ist ziemlich kacke equipped. Hier haben wir noch so einen Avatar, den ich ziehen kann. Was können wir noch ziehen? Ich könnte mir auch mal einen Buff geben. Haben wir 10% mehr Angriffskraft. Ja, hier, aber wenn der 50% mehr frisst, passt das doch. Okay, den haben wir jetzt einmal gefangen genommen. Ich hoffe, den kann ich auch mitziehen auf dem Mount. Passt das? Ja. Ach fuck, kann ich jetzt nicht mehr fliegen oder was? Oh nö, Leute. Ja gut, es wäre auch ein bisschen blöd gewesen, ne, wenn du dann fliegst und der da die Schlinge um den Hals hat und der mitgezogen wird, aber trotzdem. Och, jetzt muss ich da rüber reiten. Was ist denn mit dir, Blizzard? Müsst ihr so viel Logik im Spiel haben? Blutauge. Warum heißt der eigentlich, oder sie besser gesagt, Blutauge, wenn die weiblich ist? Naja. Gut, okay, und warum müssen wir die jetzt eigentlich einfangen? Also, die Prinzessin will irgendwie gebissen werden und wir holen uns jetzt hier einen Worgen, aber wir könnten sie ja eigentlich auch beißen, oder? Beziehungsweise, ich glaube, der Druid will hier irgendwas zusammenbrauen, dass die Prinzessin sich in den Worgen verwandeln kann, ohne unbedingt quasi gebissen werden zu müssen. Also, dass sie da nicht diese unwiderrufliche Entscheidung hat, wie die ganzen anderen Gilneer. Ist ja der Vater so ein bisschen gegen, ne? So, spielt er den strengen Vater an der Stelle. Zu der Tochter und zu der Mutter, die man vorher nicht kannte, oder zumindest die ich nicht kannte. So, gehen wir das mal bei der Druidin ab. Drachenfluch trifft nicht alle gleich hart. Goldrins Wut lässt sich nur schwer unterdrücken. Gut, haben wir zwei neue Quests. Das sind wir natürlich wieder ganz darüber für die eine. Okay, wir müssen für beide einmal auf die andere Seite. Ich würde sagen, das skippe ich wieder ein bisschen rein hier. Sodala, sind wir angekommen. Wir müssen jetzt hier ein paar Reißzähne besorgen und ein Amulett. Ich weiß jetzt nicht, wie krass. Ach, da oben ist das Amulett. Das kann ich einfach looten. Okay. Da ist ein Alpha. Okay, der ist davor. Wisst ihr, was wir machen? Ich weiß jetzt nicht, wie gut die droppen. Ich denke mal, ich bin hier mit meinem Twink krass unterwegs und pull einfach mal alle Wölfe zusammen. Mal schauen, ob das aufgeht, so wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich übelst auf den Sack und bereue es, dass ich das getan habe. Aber wir probieren das jetzt einfach mal. Ich glaube, ich bin krass. Ich glaube, ich bin krass. Schauen wir mal. Hier, wir haben ja so ein RE-Ding. Dann haben wir hier so einen Stun, den wir reinhauen können. Die heulen alle. Ja, easy. Seht ihr mal. Ich hau richtig DPS raus. 26k. Eieieiei. Da geht was. Aber ich hab nicht mal den Umhang mehr gespielt, ne? Meine ganzen Chars, die sind halt eher auf Minimal-Gear unterwegs. Gut, okay. Dann brauchen wir hier das Amulett noch. Passt. Eingetütet. Wo müssen wir uns jetzt treffen? Ah, wir müssen uns jetzt hier oben treffen, beim Portal. Und ja, was haben wir denn das Amulett jetzt eigentlich besorgt? Ah, Verbindung zum Smaragdgrünen Traum müssen wir jetzt aufnehmen. Ah, okay, das macht Sinn, deswegen sind wir hier in der Mitte. Wer das nicht kennt, es gibt ja diese Portale, die überall in der alten Welt rumstehen. Also die es auch schon zu Classic gab. Und da waren ja vorher einmal die Dings dran gestanden, ne? Einmal diese grünen Drachen, die man umhauen konnte zu Classic. Und jetzt kannst du als Druid tatsächlich dich da immer hinporten, na, Class Hall. Das ist echt ganz praktisch. Bist du relativ schnell an den einzelnen Stellen. Und die sind halt die Verbindung zum Smaragdgrünen Traum. Und da treffen wir uns jetzt Was mit den beiden. besichtigt ihr? Geben wir das mal alles ab. Ich werde ein Heilmittel finden. Okay. Dann Wie müssen wir einmal kann mit ich ihr euch quatschen. helfen? Ein Ritual. Ah. Beginnen wir. Doch Vorsicht. Die Geister, die Goldrin begleiten, sind uns vielleicht nicht freundlich gesinnt. Okay, also Goldrin ist einer von diesen Naturgeistern quasi. Ist der nicht in Hyal auch irgendwo rumgelaufen? Ich meine, der war da irgendwo. Da gibt es ja so ein paar, ne? Na, schau mal. Der Goldrin. Da gibt es ja so ein paar von diesen Naturgöttern quasi. Oder ich weiß nicht, ob die Götter genannt werden. So Halbgötter oder sowas.
Urzog ist ja auch einer von den Dudes. Die Loa sind ja eigentlich auch sowas in der Richtung. Was hat denn er jetzt hier ein Schild drauf? Das klopfen wir mal runter. Da haben wir den Gold drin. Großer Ahne, ich muss die Bedeutung des Worgenfluches verstehen. Seine Wut erleben und seine Stärke meistern. Wirklich, Kind? Dann schlaft nun und wandelt im Traum. Für alles gibt es einen Trank. Okay, jetzt träumt sie und was jetzt? So, nach dem Relog und ein bisschen warten ist der Typ wieder da. Ah, jetzt kann ich die Quester annehmen. Für alles gibt es einen Trank. Ich muss Tess jetzt durch den smaggrünen Traum führen. Wahrscheinlich muss ich jetzt durchs Portal gehen. Ah, seht ihr das? Das hat anscheinend irgendwie rumgebackt. Ah, okay. Okay, gut, okay, wir müssen jetzt einmal in den smaggrünen Traum. Ich war jetzt ein wenig verwundert, weil da nichts weiter ging. Ich hab den Typen angequatscht, wollte die Quest annehmen und irgendwie ist er wahrscheinlich genau in dem Moment verschwunden. Ah, cool, wir haben jetzt hier ein eigenes Szenario. Das ist ja nice. Okay, also wir können jetzt hier verschiedene Sachen. Versucht mit sanften Rütteln zu wecken. Was haben wir da? Rüttelt sie heftig? Jetzt machen wir mal sanft. Was passiert da? Nur noch eine Minute, Vater. Rüttelt sie heftig? Versucht sie mit einer Ohrfeige zu wecken. Machen wir es mal heftig. Genug. Ich bin wach. Ich glaube, ich hätte lieber die Ohrfeige benutzen sollen. Wahrscheinlich wäre sie dann ausgerastet. Gilneas, als die Mauer fiel, hätte ich damals nur diese Kraft gehabt. Ich hätte Liam retten können. Will Goldrin mir das zeigen? Ah, schau mal, das Ding ist jetzt offen. Was ist denn da alles los? Okay, jetzt müssen wir einfach ein paar verlassen. Das ist cool, dass du ein eigenes Szenario hast. Das war bei den anderen Dingern nicht der Fall. Können wir hier alle zusammenpullen? Weil, also die sind ziemlich schwach, die Dudes. Ich weiß nicht, ob die nicht resetten. Okay, hier, die da noch. Komm mal her hier. Ich hoffe, die resetten nicht, ne? Ich bin außer Reichweite. Den holen wir noch, den holen wir noch. Da chargen wir hin. Jetzt packe ich mal meine Worry-Skills aus, ich sag's dir hier. Jetzt werdet ihr sehen, wo die Worry-Skills sind, die nicht vorhandenen. Ja, ich wollte eigentlich auch die Ohrfeige sehen, aber ich dachte, vielleicht wacht sie nicht auf. Dann kann ich alle Optionen ausprobieren. Ah, perfekt, sind schon fertig. Hier können wir den Boss umnatzen. Kriegst du auf den Latz hier. Also ich muss sagen, bei den anderen verbündeten Völkern, beziehungsweise es sind ja keine verbündeten Völker mit anderen Traditionsausrüstungen, musstest du zumindest ein bisschen Gear haben. Ne? Also wenn die Chars so ganz schlecht equipped waren, war es eine Qual. Aber hier mit, also 400er Item-Level, was ich mit dem hier knapp habe, kommst du ganz bequem durch. Ich denke mal, mit 350 wirst du ja wahrscheinlich auch schon gut durchkommen. Ich denke mal, wenn ich jetzt mit einem Main sowas machen würde, dann könntest du alles wegschotten. Prinzessin, die sich als Assassine versucht. Oh, nur Thanos. Pestrufer! Nehmt Fährte auf, Champion! Seinem Gestank lässt sich leicht folgen. Ich plane darauf, ihn zu bestrafen. Er wird es spüren. Ich habe jetzt Fährte aufgenommen und... wo ist er? Backt das jetzt hier wieder rum, oder? Sie habt gesehen, ich habe den extra Button gedrückt, ne? Ja, wo sehe ich jetzt, wo er ist? Ah, ach, okay. Never mind. Alles gut. Hier ist das Ding, okay. Du siehst halt einfach so eine grüne Spur. Da haben wir den Pestrufer. Und jetzt? Jetzt läuft er weg. Euch wie ein tollwütiger Hund in eine Falle. Ihr seid kaum der Mühe wert. Zwei Gegner, ne? Die Falle war aber jetzt schon krass. Jetzt geht die Spur weiter. Kann ich jetzt einfach hier vielleicht komplett... Ah, da ist er. Oh, der hat aber schon viel Life, ne? Also mal gucken, ob wir den komplett runterklopfen. Ich hoffe, wir müssen ihn nicht komplett runterklopfen. Was ist denn das hier? Irgend so eine Pflanze. Vielleicht kriegt er einen Buff oder so. Kleines Mädchen.
Ah, nee, da spawnt ein Mob raus. Ah, okay, also du haust ihn ein bisschen runter und er verzupft sich wieder. Ich reiß euch die Kehle raus. Lass mich raten, der ist da in der Burg drin, oder? Nee? Dahinter? Ah. Erbärmlich. Ich bin außer Kein Wunder, dass Gilneas so schnell gefallen ist. Oh, da triggert er noch ein bisschen. Ja, ich habe die grüne Spur erst nicht gesehen gehabt. Och nö, jetzt läuft er wieder zurück. Oder nee? Oder da sind wir hergekommen. Ich zeige euch, wie ein wahrer Jäger seine Beute tötet. Ah, da ist er, okay. Wusste ich doch, dass er da reingeht. Also ich hoffe, dass man so 50% runterklopfen muss und das dann Feierabend ist. Weil zum Gammelschar ein paar Millionen runterzuklopfen dauert natürlich schon ein bisschen. Komm, ich taunte den mal, das nervt so ein bisschen. Okay, ich habe ihn getauntet, ich habe die Aggro und er haut trotzdem die Prinzessin, ne? Alles klar, wenn das ein Raid so wäre, wäre es bitter. Aber ihr kämpft wie ein zahnloser Kläffer. Ich finde es ja toll, dass, dass hier ne, Nathanas immer am Verspotten ist. Hat irgendwas. Okay, ich glaube, wir müssen ihn doch killen, hä? Da führt wohl kein Weg dran vorbei. Pfeilhagel, jetzt geht's richtig los. Da kommt jetzt richtig der Damage. Sieg frisst halt irgendwie auch kaum was. Ich habe kein Ziel. Ist er tot? Okay, und jetzt? Diese Macht. Ich kann alles. Ich kann Liam retten. Und Gilneas auch. Dann mach doch. Und ich kann jeden Gegner abschlachten. Das muss ich gegen sie kämpfen, ne? Lass mich raten. Schnell, ihr nach. Sie verliert die Kontrolle. Aber ja. Na super, jetzt kann ich ihr wieder nachlaufen. Laufen wir einmal komplett durch Gilneas durch. Ich habe mir schon fast gedacht, dass sowas passieren wird. Schau mal, ob ich schneller bin als der grüne Pfad. Versperre ihnen den Rückweg, Liam. Sie sind genau da, wo wir sie haben wollen. Vater, aus dem Weg! Sylvanas! Ach, schau mal, da ist Gen, oder? Wo haben wir denn Da. Dann wollen wir doch mal sehen, wie tapfer Gilneas ohne seinen störrischen Anführer ist. Naja, genau, da war der Sohn, den ich gemeint habe, der gekillt wurde. Welch Verschwendung. Dieser Pfeil war eigentlich nicht für euren Welpen bestimmt. Ihr habt meine wir sehen uns wieder. Der Liam hat's abgekriegt, ne? Geschafft, Vater. Wir haben unsere Stadt zurückerobert. Wir haben... Okay, wo muss ich jetzt hin? Folgt Tess, aber... Feinde werden in ihrem Blut ersaufen! Ich töte sie alle! Prinz der Wut, ach so. Warum? Ich bin war es nicht genug? Anscheinend war es nicht genug von ihr. Schade. Also ich hatte das nicht mehr so ganz in Erinnerung. Aber ich wusste, dass der Sohn irgendwie gekillt wurde, ne? Von Gen. Niemand kommt dadurch zurück. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, dass es eine Prinzessin gab. Ich wäre dem Zorn fast erlegen. Alles wird klar. Der Fluch ist nicht, was mein Volk definiert. Es hat seine Identität trotz ihm bewahrt. Gold drin! Ich habe, wonach ich suche. Lüftet diese Wut, die meine Gedanken vernebelt. Okay, dann können wir rausgehen. Aber es war mal cool gemacht, dass die da ein komplettes Szenario für erstellt haben, finde ich nicht schlecht. Okay. Passt auf euch auf. So, dann müssen wir wieder nach SW zurück und dann müssten wir unsere Ausrüstung kriegen und dann sehen wir uns da gleich wieder. Ich könnte mein Volk nur verstehen, indem ich ihren Fluch erleide. War ein Trugschluss. Mein Volk ist mehr als Worgen. Wir sind weiterhin Gilnea. Werden es auch bleiben. Mit Fluch oder ohne. Okay, hat's es eingesehen? Kniet nieder. Okay. Im Namen von Gilneas dankt euch die königliche Familie für vorbildliche Dienste.
für unser Königreich. Und als Prinzessin nehme ich euch hiermit in die Graugarde auf. Mögt ihr immer ein Vorbild der Guinea bleiben. Graugarde klingt jetzt irgendwie nicht so fancy, ich weiß auch nicht. So, wir haben jetzt einmal die Traditionsausrüstung gekriegt. Ich würde sagen, wir transmoggen die auch gleich. Dafür brauchen wir, ich glaube, das, was war das? Das Yak war das, glaube ich, ne? Yak, also ich muss hier wieder alle Mounts einstellen. Da können wir dann einmal mit transmoggen und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Sets. Das hier ist das Traditionsset von den Worgen. Ja, also ich sag mal so, es gibt coolere Traditionssets, aber es ist ganz okay. So, dann schauen wir mal den Rücken. Können wir eigentlich ausblenden, oder? Wie sieht das ohne Rücken aus? Ja, ich finde es ohne Rücken ganz okay. Ich habe, glaube ich, eh nicht. Rucksack könnte ich einblenden mittlerweile oder sowas. Ich glaube, da passt kein Rücken so richtig dazu, zu dem Set. Obwohl, der hier... Ja, müsste halt auch irgendwie so golden und goldschwarz müsste der halt sein. Ne? Ich weiß nicht, ob ich sowas rumflacken habe. Schwierig. Naja, der trifft es halt auch nicht so ganz. Ich glaube, ich mache lieber keinen Rücken. Hm, sowas vielleicht. Na, eigentlich auch nicht. Mittlerweile habe ich zu viel Transmog-Teile. Alter, okay, wir machen keinen. Bis ich da durchgeklickt habe, dauert das jetzt zu lang. Ich glaube, das sieht auch ohne Rücken ganz gut aus. Und dann schauen wir mal noch nach einer Waffe, die halbwegs dazu passt. Und ein Schild. Okay, das passt halt irgendwie nicht so dazu. Vielleicht so ein Säbel, ne? Das hätte halt was. So ein Säbel wird halt echt nicht schlecht. Vielleicht mit so einem goldenen Griff. Gibt es irgendwie so ein... Ja, das hat eher so einen bronzenen Griff. Da ist der fast besser. Was nehmen wir dann für ein Schild? Gibt es da vielleicht noch eine coolere Waffe? Aber der Säbel passt schon ganz gut dazu, muss ich sagen. Hm. Windseeker einfach rein transmoggen. Einfach, weil wir was haben. Egal, nee. Nehmen wir dann noch ein Schild, ein cooles dazu, das so halbwegs passt. Das finde ich passt jetzt nicht so. Das ist eher so ein Elfenschild. Ja, das ist ein bisschen zu golden. Allianzschild. Also das ist halt nicht wirklich so ein Plattenset, das ist das Problem, ne? Hm. Also ein goldenes Schild wäre was, aber halt nicht so komplett vergoldet. Irgendwas, was so ein bisschen in die Richtung geht. Hm. Ich glaube, das wird besser bei einem Stoffchar passen. Mit einem Stab oder sowas. Aber Schilder habe ich echt nicht viel, ne? Spielt keine Plattenchars. Tja, wenn wir einfach so das Allianzschild nehmen, besser als nix. Also das ist jetzt, passt jetzt nicht so wirklich, aber wenn ich jetzt die restlichen so angucke, passen die halt noch weniger. Dann nehmen wir halt das geringste Übel, würde ich mal sagen. Oder einfach Bollwerk von Asinot. Passt halt nur dazu, aber ist einfach ein geiles Schild, ne? Das können wir natürlich auch nehmen. Oder sowas, sowas Kleines. Mhm. Nee, auch nicht so ganz. Was haben wir da noch? Ja, die sind irgendwie alle gammelig. Was ist denn das für ein Ding? Okay. Ja gut. Das ist ein bisschen zu gammelig. Oder so das 0815 Allianzschild. Komm, das nehmen wir jetzt einfach. Scheiß drauf. So, sind wir fertig. Einmal getransmogt. Können wir mal angucken, wie er jetzt aussieht. Also, das ist jetzt der Walk hier. Ziehen wir auch mal die Waffen, die jetzt nicht zum Set gehören. Also, das Schild passt jetzt halt nicht so wirklich dazu. Ich finde aber, der Säbel ist ganz cool eigentlich mit dem Hut. Hat was. Ne? Gibt bestimmt auch bessere Waffen. Ist klar, ich könnte auch mit einem DD mit Doppelsäbel spielen, das wird wahrscheinlich ganz gut passen. Aber so, also es sah auf den Bildern beschissener aus, das Set, ne? Muss ich ehrlich sagen. So beim Walk geht's eigentlich schon. Ja, ist okay. Gut, dann sind wir durch mit dem kleinen Video zum Klassenset. Beziehungsweise vom Rassenset von den Worgen. Und ja, ich werde mir jetzt dann demnächst noch den Goblin angucken und das Set. Und wenn euch die anderen interessieren, ich habe schon von allen Klassen, wo es quasi die, oder von allen Rassen, wo es so Sets gibt, habe ich dementsprechend auch schon Videos gemacht. Könnt ihr gerne reinschauen, werde ich die Playlist auch nochmal verlinken. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.